Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch Balduin sieht rot von Fritzi Bender vorstellen. Das ist der zweite Band aus der Balduin-Reihe. Der erste Band Balduin bleibt grün. Habe ich schon im Blog rezensiert. Das Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahre, so sieht die Rückseite aus, ist 2014 in Münster erschienen. Schauen wir uns mal das Buch an. Hier sehen wir die beiden, die Autorin, Fritzi Bender und Sebastian Niemann, der Illustrator. Um was geht es in diesem Buch? Balduin geht jetzt in die Vorschule. Und also Balduin ist ja ein Chamäleon, er kann seine Farbe entsprechend seiner Umgebung wechseln, damit er sozusagen nicht von Feinden aufgefressen wird. Also er kann auf dem Ast braun werden, beim Stein grau oder im Sandkasten wird er so beige sandfarben. Wie gesagt, Balduin geht in die Schule und er kann schon seinen Namen schreiben, außer dem M, das ist immer verkehrt rum. Und seine ehemalige Erzieherin ist nun seine Vorschullehrerin, die Frau Sogetwas, und die möchte wissen, wie man ein B schreibt. Und Balduin meldet sich ganz kräftig, aber statt der ihn nimmt sie jemanden anders ran und er schreibt statt ein B ein T. Und so wie der Tag schlecht startet, so geht er weiter. Sie machen Wettkletterrennen und dann sollen sie sich am Verstecken, und hier wirft am Ende dann Frau Sogetwas war das Balduin zu Unrecht vor, dass er sich außerhalb des Schulhofes versteckt hat, was er nicht, was gegen die Regeln ist, und Balduin wird rot. Und nun explodiert er, also wir wissen, ahnen schon, um was es dabei geht, also rot steht ja als Signalfarbe für nicht nur für die Liebe, sondern auch für das Gegenteil, für Wut, für also für eine extreme Emotion. Und Balduin wird eben rot. Und nun geht es darum, warum wird er rot? Und er gibt dann eine Erklärung ab. Und dann geht es darum, dass die Kinder erzählen, war, ob sie auch schon mal rot geworden sind, was der Anlass war. Und ja, wie man denn mit der Wut umgehen kann. Also letztendlich steht, so wie das Konzept eben der Reihe ist, bei Balduin bleibt grün, geht es sozusagen um die Farbe grün, und die Farbe grün steht dort für eine Emotion, und hier steht geht es um die Farbe rot, und hier steht eben die Farbe rot für die Wut. Und Fritzi Bender behandelt also das Thema Wut in ihrem Bilderbuch. Nun ist es so, dass also mir persönlich der erste Band wesentlich besser gefallen hat als hier. Das hängt an zwei Dingen. Das erste ist, dass es schwierig, also am Anfang, man merkt es in dem Text, die Autoren brauchen ein bisschen, bis sie sozusagen reinkommt. Die ersten Sätze, die sind sehr lang. Also es ist ein Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahre, und die sind recht ewig lang, und erst so ab der Mitte des Buches wird es flüssiger und man merkt, dass da ein Schwung drin ist. Also der erste Teil, der ist ein bisschen zäh und zieht sich meiner Meinung nach. Das fand ich nicht so gut. Also ich gebe mir mal eine Leseprobe. Ich bin Balduin. Ich bin ein Chamäleon. Normalerweise bin ich grün. Um mich vor gefährlichen Tieren zu schützen, kann ich meine Farbe auch verändern. Wenn mir eine Katze begegnet und ich auf einem braunen Ast sitze, dann werde ich braun. Dann kann mich die Katze nicht mehr sehen und wird mir nichts antun. Wenn ein Vogel angeflogen kommt und ich auf einem grauen Stein sitze, dann werde ich grau. Dann kann mich der Vogel nicht mehr sehen und wird mir nichts antun. Wenn ich gerade im Sandkasten spiele und eine Schlange sich in meine Richtung schlängelt, dann werde ich gelb, so wie der Sand im Sandkasten. Dann kann mich die Schlange nicht mehr sehen und wird mir nichts antun. Aber neulich, da bin ich auf einmal knallrot geworden, obwohl gar kein gefährliches Tier in der Nähe war. Warum willst du wissen? Ich erzähle es dir. Also die Sätze sind schon recht lang. Man merkt es bei meinem eigenen Kind, da fehlt so ein bisschen dann schon die Aufmerksamkeit. Also sie gehört zu dieser Zielgruppe, und da
ist ein bisschen umständlich geschrieben, also knackiger und kürzer täten sozusagen dem Erzählstil gut. Was noch dazu kommt, ist, dass es einen Illustratorwechsel gab. Charlotte Hofmann hatte den ersten Band illustriert und hier ist es Sebastian Niemann und er hat einen ganz anderen Stil, ist ja klar, ist ein anderer Illustrator, aber er ist sehr flächig. Man sieht es hier, also ist wenig in die Tiefe gehend. Also hier, das ist eine riesige grüne Fläche und es ist auch hier dann das Bild, die Tafel sieht eben so ein bisschen aus wie so am Computerbildschirm und das ist einfach langweilig. Also da fehlt so, auch hier, da ist nichts großartig ausgearbeitet. Klar, mit den verschiedenen Grüntönen wird da sowas was versucht, aber eben so extrem flächig und da fehlen so ein bisschen die Anreize. Irgendwas, was so in die Tiefe geht, was die Figuren mehr ausarbeitet, was nicht so immer nur als platt wie so ein Flunder da hier die Bilder erscheinen lässt. Also die Idee mit dem Wut zu erklären und wie sie es erklärt und wie man mit Wut umgeht und dass die Kinder das selber erarbeiten, die ist gut. Nur leider hapert es oder so der erste Teil der Geschichte vom Plot vom Erzählstil ein bisschen umständlich, aber vielmehr sind es auch die Illustrationen, die viel zu flächig sind und viel zu wenig anregend sind, also wenig Interesse bei den Kindern wecken für das Buch und ist eigentlich schade. Ich meine, diese Buchidee, Wut zu erklären, ist ja nicht neu, es gibt ja ganz viele dazu, Bilderbücher, zum Beispiel das Müffelmonster, da steckt einfach dieses Buch ein Stück zurück. Es bekommt von mir eine mittelmäßige Bewertung. Es tut mir also eigentlich leid, weil es wirklich eine schöne Idee ist. Auch die Reihe und das Chamäleon und das Konzept mit der Farbe und daran Emotionen zu binden, das ist eine schöne Sache. Also da kann man auch gespannt sein, was da noch kommt. Aber hätte gerne für die nächsten Bücher, glaube ich, einen anderen Illustrator oder einen anderen Stil, der nicht so langweilig und so ein bisschen bieder daherkommt. 3 von 5 Sternen, die ausführliche Rezension verlinke ich wieder in die Infobox, die steht in meinem Blog kinderbibliothek.blogspot.de, auch alle Buchinformationen. Nichtsdestotrotz sollte man Fritzi Bender sich schon merken. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch oder mit einem anderen Kinderbuch. Wir hören und sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, viel Spaß, Ihre Wenke Bönig.